Ja, moin, liebe Leute, herzlich willkommen zurück. Wir sind hier wieder auf der Flusstal-Map in unserem Roleplay Plötzlich Farmer. Ich laufe gerade hier auf meinem Lohnunternehmenbetrieb rum, also auf dem von meinem Opa. Und ich will jetzt erstmal eben kurz schauen, was der Rudi hier macht. Und ja, viel Spaß wünsche ich euch. Herr Meierhofen, kann ich Sie mal kurz Ja. stören? Wissen Sie, wo Ihr Kollege, der Herr Mauer, ist? Der war ja gestern, war der ja persönlich verhindert. Ist der heute wieder im Dienst? Ist er heute am Arbeiten? Wissen Sie das? Der Kai, ja, der ist am Arbeiten, der ist auf dem Knüppelshof, Ah, okay. Ja, gut. einen Auftrag erledigen. Alles klar. Ja, dann weiß ich Bescheid. Dann will ich auch gar nicht lange stören. Dann wünsche ich Ihnen, machen Sie, was Sie machen müssen. Sie sind da besser im Bild als ich. Ich weiß nicht, wie hier die Auftragslage ist. Ich werde jetzt mal zu dem Herrn Ahner fahren und werde mich da mal so ein bisschen in Landmaschinen einweisen lassen. Ja gut, wir sehen uns dann später nochmal wieder. Ich komme dann irgendwann nochmal vorbei. Danke, viel Alles Spaß klar, Ihnen. bis dann. Danke Ihnen Tschüss. auch. Tschüss. Ja, das klingt doch gut. Beide Leute an der Arbeit. Ja, mein Unser macht keinen Sound. Okay, auch nicht schlecht. Ah, das kann ich jetzt, das ist natürlich sehr ärgerlich. Bleibt dran, kann sich nur um Sekunden handeln. Wir müssen hier kurz. Ich hinkriege keine Ahnung, also müssen wir heute mal ohne Sound eben spielen. Ist ein bisschen doof. Hätte ich, ja, wir waren, also mir ist hier mein Headset ausgefallen in letzter Sekunde. Bisschen anders als sonst. Vielleicht auch ein bisschen leiser. Ich weiß es nicht. Und also ich bitte euch, das hier mal eben zu entschuldigen. Ich muss eben gucken, wie ich das hier mit dem Sound gleich noch die Regel kriege. Ich fahre jetzt auf jeden Fall runter zu dem Marihuana und sehe da mal zu, dass ich da mein Praktikum beginne. Meine Musik, Radio ist kaputt. Da frage ich, warum sich die Einstellungen immer wieder verstellen. Bekanntes Problem. Keiner, die zeigen mich dann ja gleich wieder an. Kennen wir ja schon. Vielleicht lieber mit Tastatur spielen. Ach, Sonnenaufgang, der Nebel über den Feldern, der Tau.
Wunderbar. Gearbeitet. Guck gleich mal, dass ich das noch hinkriege mit dem Sound hier. War gleich mal da kurz am Strand, halte ich mal kurz an. Das nicht gehen würde. Stehen. Das noch nicht. Schade. Haben wir jetzt Sound? Nee, haben wir nicht. Hey, jo, immer noch nicht. Weiß es nicht, woran das jetzt schon wieder liegt. Auch da haben wir keinen Sound. Ey, es ist ätzend. Es ist echt ätzend. Leute, tut mir leid. Alles, ich musste meinen Rechner in der Schweiz abbauen, mitnehmen, hier hoch an die Küste, damit wir alle aufnehmen können, damit wir alle unter einen Hut kriegen. Und das ist alles hier nur eine Notlösung, ein Gefrickel. Das geht mir voll auf den Keks. Aber es nützt nichts. Müssen wir durch. Morgen, Herr Ahner, wie geht es Ihnen? Hallo. Ja, guten Morgen, Herr Büchsenschütz. Ja, ich habe ja angedroht, ich würde ja gerne mal auf ein kleines Praktikum vorbeikommen. Ja, gerne, gerne. Passt gut, Und da passt sind wir. gut. Aber ich denke, unsere Zeit läuft zu schnell, ne? Nö. Im Gegensatz zu Ihrer, weil bei uns fangen wir um 7 Uhr an, der Ach so, Herr. ja. Aber ist Ja, okay, der erste Tag.
Ja, richtig. Das tut mir auch leid. Ich wusste jetzt nicht, dass Sie das jetzt so nehmen, dass ich es jetzt schon gleich. Aber okay. Ja, tut mir leid. Nee, selbstverständlich. Selbst Ja, morgen bin ich um 7 hallo. da. Selbstverständlich. Wenn dann das wahre Leben, ne? Ja, das ist richtig. Das verstehe ich Ja. natürlich. Alles klar. Gut. So, ganz kurz, wir haben ja eben Zeit. Kommen Sie Ja, mal mit, bitte. gerne. Obwohl, jetzt, wo Sie ja arbeiten, also ich bin der Mario, ne? Alles klar, ich bin der Friedhelm. Hallo Okay, Mario, grüß Friedhelm. dich. Hi, moin. So, ich habe hier an der Werkbank zwei Kaffee stehen. Ah, super. Sie können wohl, du kannst wohl Gedanken lesen. Ja, damit fangen wir mal eben an, weil ich muss mal im Gespräch mit dir führen. Ja, klar, sehr gerne. Wo ist er denn? Hier, Hat, da, hier, hier, stehst du hoch, Junge, Junge, Junge. hier. Folgendes, ich habe hier eine Fläche, ein Feld, Ja. und da du ja der zukünftige Lohnunternehmer bist, Ja. möchte ich euch gerne direkt mal im Auftrag zuschieben. Oh, das ist aber sehr nett. Das ist Ich aber sehr nett. weiß nicht, warst du mit deinen Jungs schon in Kontakt? Ich habe nur ganz kurz, also den einen habe ich noch gar nicht kennengelernt, den Herrn Mauer. Ja. Und den Herrn Meierhofen, den habe ich schon kennengelernt, aber da weiß ich, ich bin im Moment noch überhaupt nicht drin, was überhaupt für Aufträge anliegen und so weiter und so fort. Also das, da bin ich, ich habe den Jungs erstmal gesagt, die sollen alles abarbeiten, was so anliegt und auch neue Sachen annehmen und dann werde ich mich da nach und nach mit reinfuchsen und mich dann darum kümmern, dass das dann alles auch funktioniert. Und dass Okay, wir dann ich vielleicht hatte auch mal schon. neue Geräte kriegen und alles mal gewartet wird und so. Ja, da ist das Ding. Das war das Stichwort, neue Geräte. Ja. Ich hatte mit Rudi schon gesprochen, Ja. mit dem Herrn Meierhofer, Ja. und er sagte, wäre gar kein Problem, aber euer Drescher ist im Einsatz auf Gutshof Knüppelbier, Freund. Okay, ja. Da habe ich hin und her überlegt, weil ich habe Angst, dass mir die Körner aus der Ähre fallen. Ja, das wäre natürlich nicht optimal, denke ich mal. Ich habe da ja nicht so viel Ahnung von, aber es hört sich Ja. nicht gut an. Hab mit Rudi gesprochen Ja. und er sagte, wenn ich einen Drescher stelle, er wird den fahren. Wir Ja. würden dann über den Preis reden. Ja, klar. Aber er sagte dann auch, ich soll mit seinem neuen Chef kurz reden. Tja, Ja. der steht ja jetzt vor mir. Ja, ich habe da Folgendes, ich überhaupt kein stelle euch den Problem. Drescher. Ja. Du stellst mir den Mann, Ja. der fährt. Ja. Du selber kannst auch direkt anfangen. Ich habe hier eine Maschine stehen mit dem Anhänger. Kannst du direkt anfangen, für mich abzufahren? Ja, perfekt. Das kriege ich wahrscheinlich vielleicht noch hin, wenn du mir das eben kurz erklärst. Das Aber kriegst du bestimmt hin. ja, Wer schauen Pötte lenken kann, kann auch Trecker lenken. Ja, und dann werde ich, ja, dann kannst du auch schon mal den Drescher aus der Halle holen. Ja. Stellst du den vorne auf den Platz für deinen Angestellten, für den Rudi. Ja, Dann rufe mache ich ich. den an, kann der rüberkommen und dann zeige ich dir den Trecker. Ja, klar. Und zwar in der Halle, wenn du hier rausgehst, Ja. links das nächste Tor oder hier vorne durch den Durchgang gehst du, da siehst du einen großen Glasdrescher. Ja. Ich gebe dir sofort die Schlüssel dafür und den fährst du mir samt Schneidwerk und Anhänger schon mal raus aus der Halle. Ja, hier hinten aus der Halle oder wo? Welche war Ja, das? Ja. richtig. Einfach hier einmal rückwärts laufen und dann durch den Durchgang und dann stehst du schon Ah, okay, in der ja. Maschinenhalle. Ah, Ja? perfekt, perfekt. Alles klar. Werde ich dir direkt mal eben den Schlüssel jetzt geben. Moment. Wo ist er denn? Da ist er. So. Danke schön. Bitte Dann schön. gucke ich mal, dass ich möglichst wenig kaputt mache. Hallo? Gar nichts, Ja, meinte ich bitte. ja so, meinte ich ja so. Gut, hoffentlich war So. der Kaffee, wenn's gut. Also hier steht ein Glasdrescher. Augenblick, ich höre dich so schlecht. Ich komme mal rum. Ich bin auch schon da. Also hier steht ein Glasdrescher, aber da oben. Gibt's da einen Und du? Trick? Da gibt's einen Trick. Der Schau wäre. mal hier, hier ist ein Schalter. Ja. Ah, warte. So. Und da drückst du drauf. Hier geht Licht an. Wahnsinn.
Genau. Und was passiert noch? Nix. Na, ich stehe ein bisschen falsch. Hier sollte ich stehen. So. Ah, okay, ja. Ich erwische mich. Probier mal. Ich erwische ihn auch nicht. Na, dann geh so. Und Ah, jetzt? eine Hutbühne. Ah, das ist ja was. Jawohl. Ja, abgefahren, kann man sagen. Ja, ne? So, den fahre ich jetzt, okay? Ja, dann komm mal gerade vor. Halt vor, vor, Ja, da war vor noch ein ist. Rückwärtsgang drin. Ja, Hebel nach vorne, dann bist du schon auf dem richtigen Weg. Ja, weiter, weiter. Moment, ich hab Telefon. Hallo? 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 Ja, liebe Leute, das war schon wieder aus dieser Folge Let's Play. Quatsch. Plötzlich Farmer. Ich kümmere mich darum, dass ihr in der nächsten Folge auch wieder Spielesound habt. Und bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage bis dahin mal ciao.